So, meine Damen und Herren, willkommen wir jetzt zurück zu einer neuen Folge. Leider ein bisschen zu spät in die Folge reingekommen. Alter, bleib ruhig. Was ist denn das für ein Panzer? Das sah aus wie ein polnischer. Wir sind auch im deutschen Panzer. Wir sind heute im deutschen Panzer unterwegs. Kampfpanzer. Panzer 35. Und alles ein bisschen scheiß Qualität. Ich habe gerade noch eine Nachricht geschrieben und kurz danach eben kam der Start. So, kurz zurückgeschrieben. Damit ich jetzt in Ruhe erstmal aufnehmen kann. Mindestens die eine Runde. Ich weiß, dass ich nicht lange überlebe. Den Panzer habe ich ein kleines bisschen aufgetunt. Also, tuned kann man das jetzt schon sagen. Gut, okay. Wir gehen weiter mit vor. Habe ich auch kein Problem damit. Ein bisschen ins Kampfgeschehen mit reinzugehen. Alter. Diese Fahrer! Nee, da hinten ist keiner. Wow! Okay, ich bin hier komplett ungeschützt. Weiter geht's. Schön weiter geradeaus mit. Wohl, dass wir noch leben, aber ich war noch nie im Kampfgeschehen mit inbegriffen. Wir haben noch nicht so richtig mitgekämpft. Deswegen, oh, hier oben ist einer. Ein 7 TP. Er sitzt da oben. So, dorthin ist dann die letzte Straße. Panzer langsam. Oh! Oh, habe ich mich erschrocken. Oh, eigener Stützpunkt wird erobert. Da gehen wir mal schnell hier rein. Oh ne, es wird nicht knapp. Hier kommen sie rein. Hier kommen unsere Leute. Und ich würde sagen, nochmal gewinnen, das ist eigentlich locker klar. Jungs, bleibt nochmal drinnen. Ey, was ist denn das? Wir müssen nur hier drinnen bleiben. Da haben wir schneller gewonnen. Guck mal, wie die Zeit runtergeht. Und da oben ist einer und ganz hinten ist einer. Warum sollte man jetzt noch abhauen? Wir gewinnen das locker hier. Klar, hier oben ist irgendwo einer, also hier. Da kommen wir nicht dran. Also nicht so schnell. Guck mal, 9 Sekunden. Und da haben wir es gleich geschafft. Nice, geschafft. Ohne irgendwie in Kampf Dinger reinzukommen, haben wir es geschafft. Das war eine sehr ruhige Runde. Weil der Panzer ist auch nicht gerade gut. Ich würde mal sagen, wir gehen locker mit jemand anderes noch rein. Der Panzer, naja, ich brauche eben meine Pünktchen. Kampfaufklärung oder... Weil... Es gibt ja hier Bonuspunkte. Es gab, ihr habt gerade gesehen, wie viele Punkte es gab. Weil ich wollte mal gucken, ich wollte ihn aufbauen. Und jetzt gehen wir mal in die Forschung rein. Panzer... 35, ja, hier 1200.
Brauchen wir noch ein bisschen hier. Also, wir werden jetzt den anderen Panzer nehmen. Das ist natürlich klar. Ihr seht, viele Panzer habe ich nicht, gute Panzer habe ich nicht. Den hier gibt es angeblich immer noch. Ich weiß mal nicht warum. Warum es den Halloween-Spezial immer noch gibt. Ich weiß auch nicht, ob wir mit dem Italiener schon unterwegs waren, aber ich glaube schon. Oh, wir gehen mit in Großbritannien rein. Ich glaube, in Großbritannien waren wir kaum unterwegs. Deswegen sehen wir uns in der Runde mit in Großbritannien. So, los geht's. Ab in den nächsten Kampf. Gleiche Runde, gleiche Match. Nicht das gleiche Fahrzeug. Und ich habe das Gefühl, wir kommen schnell hier weg. Wir werden schnell sterben. Ich weiß nicht, wie ich auf die dumme Idee komme. Aber wenn man in der Mitte anfängt, ist irgendwie immer die Scheiße am Dampfen. Also es ist immer mies. Aber wir werden uns mal... Da ist schon die da hinten. Es ging aber schnell. So wie es sein soll, gedreht, sodass wir schnell abhauen können. Ah, hier haben wir nirgendwo einen, den wir jetzt direkt befeuern können. Und da hinten ist, der steht hinterm Haus. Ja, die bekomme ich auch nie ran. Nee. Nee, hier, die machen ihn auf Strategiekampf. Na, ich hau hier ab. Ich hau hier ab. Das wird mir zu langweilig. Wir müssen mal was machen. Die verschanzen sich wiederum auf der Burg. Wir haben auch die langsamsten Fahrzeuge. Falsch und so, ja. Einfach, wo schießen die denn bitte? Und wo denn bitte? Der kann mich doch nie erwischen. Oh. Ich kapier's nicht. Ich kapier's nie. Da drüben irgendwie. Ich hab's nicht kapiert. Ich hab's überhaupt nicht kapiert. Na gut, Leute. Da war's das wieder mit der Runde. Würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt einen Daumen hoch, wenn ich einen Daumen runter, schreibt mir einen Kommentar, ob ihr mehr davon seht oder auch nicht, dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.